Einkaufer da auf den Stopp, wo jeder zu mir kommt, genauso PKW, Traktor und Motorradler. Dort gibt es noch Programm, Gutschein drauf für Getränk oder belegtes Brot, beziehungsweise ganz wichtig, oben für die Arbeitsspiele. Wir fangen an mit dem PKW. PKW beginnt bei der Startnummer 61. Also gleich, wenn es 70 kommt, gleich zurückfahren, weil eigentlich ist 70-10, also gleich das 4 kommt. Und wir schauen generell bei den PKW, Motorradl und Traktoren, dass wir, wenn es geht, nach der Nummer fahren, ziemlich, dass wir eigentlich entsprechend ankündigen können. Die Motorräder beginnen mit der Startnummer 170 und die Traktoren fangen auch bei der Startnummer 200. Und Motorräder folgen bitte den gelben Pfeilen. Ja? Ich sage, die erste Strecke fährt gleich, sind beide, nämlich die PKW-Motorräder gelbe und für die Traktoren sind die blauen. Am Anfang haben sie es gleich und zwar bis zum ersten Stopp. Nach dem ersten Stopp ist es so, bei den Traktoren ganz wichtig, Rückweg ist nicht mehr ausgeschildert, noch sind wir FNZ zurück. Einfach auf der Hauptstraße da zurückfahren. Der Stopp ist für alle gleich und zwar drüben in Christkirchen beim LKW-Samhaber. Der Nebel vom Schloss Bad ist der LKW-Samhaber, da kommen dann alle hin, dort haben alle gemeinsam einen Stopp. Ja. Ich sage, lasst euch Zeit, aber Stopp, genießt es, macht die Spiele, isst was, trinkt was und dann fahrt es PKW, Motorrad und weiter. Wenn irgendwer sagt, nein, ich will nicht mehr so weit fahren, kann ich natürlich auch zurückfahren nachher an. Es gibt dann keinen weiteren Stopp mehr, beziehungsweise schaut euch trotzdem die schöne Gegend an. Wir haben super Strecken ausgesucht für euch, von der schönen Landschaft. Fahrt es ab, es lohnt sich wirklich. Lasst euch Zeit. Und im Anschluss schauen wir je nach Wetter, da wir relativ rasch wahrscheinlich noch eine Siegerehrung machen. Prämiert werden wieder die drei Besten in der Kategorie PKW, in der Kategorie Motorrad und in der Kategorie Traktor. Ich wünsche euch eine gute Fahrt, genießt es und kommt alle wieder heil und gesund heim. Und Fühler Alpenmarelli hier bei uns in St. Marien ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich den Bürgermeister, den Harald Gutmeier. Danke. Und darf dir das Wort geben. Ja, auch ich darf euch alle miteinander recht herzlich begrüßen in St. Marien, in der Osthauptstadt, mittendrin im wunderschönen Naturpark Obstügeland. Am Anfang hätte ich euch gerne mal gebeten, gleich um einen Applaus für unseren Organisator in Weißenburg, Peter. Er macht es heuer zum 11. Mal und immer wieder super. Also Peter, danke an dich. Und ich glaube, wir fangen an, bevor es uns drei regnet. Du sagst das, ich hoffe, du hast nicht recht, es kommt kein Regen. Wir haben dann alle Fahrer der PKW bitten, dass wir zum Start kommen. Wir fangen jetzt an mit dem Start. Beginnen bei der Startnummer 61, bitte gehen Sie die Vorzeige und kommt sich vom Start. Als Zweiter aus Kirchdorf angereist, den Karl Obermeier, mit einem Renault Alpine V6 GT, Einspritzer, Baujahr 85. Bravo! Gute Fahrt! Mit einem Fiat Topolino 1954 in Hubert Horninger mit Begleitung aus Grängelbach. Oliver und Nathalie Fahl kommen aus Nordkirchen mit dem MGP Roadster 69. Besonderes Lederkoffer am Heckträger. So, ihr seid zwei, das erste der Welt dabei, habe ich gehört. Ja, dazu ist ein bisschen was zum Auto ganz kurz. Ja, wir haben das dabei gehört. Das ist wichtig, dass es gut geht. MGP ist ein zuverlässiges Auto, so ein habe ich auch. Also gute Fahrt. Ja, wie jedes Jahr dabei, der Gerald Eichling aus St. Marien mit einem Trabanten 601L, Baujahr 1995. Warte mal einen Viertakter ein, damit er nicht mehr so stinkt. Ja, hinten noch mit einem Trabant Kübel 1985er, der Bernhard Feischl auch aus St. Marien. Gute Fahrt, der ist super kontrolliert. Jawohl. Er aus Wolland mit einem Citroën M2.
sehr alte Baujahr 1923. So, du bist auch das erste Mal dabei mit dem Auto. Du warst voriges Jahr dabei. Und wie viel PS hat der Schießer? 20 PS, also bitte nicht schnell fahren. Gute Fahrt. Ja, seit dem ersten Mal dabei, immer noch dabei. Familie Rittsteiger, wieder anderes Auto heuer. Diesmal wieder ein 300 SL, Baujahr 1986. Und ich glaube, ich habe noch kann man eine Überraschung von dir im Anschluss. Aber vielleicht kündigst du ein bisschen was an. Ja, heute gehen wir aufs Mikro. Wir verlosen heute dreimal zwei Eintrittskarten für die Klassik Austria. Ja, super. Da schreibe ich jetzt schon für die Gewinner. Also, gute Fahrt. Danke. Gute Fahrt. Ja. Die Heidi Grundorfer mit der Steirer Buch 500, Baujahr 1971. Super Auto hast du da und woran fährst du allein? Ja, ich okay, weil so jung hübsche Frau allein fahren lassen. Gute Fahrt. Familie Stadelbauer mit dem Wille Oberlein 1924 aus der Schorten. So, ja, was willst du zu dem Auto sagen? Ja, das Auto vor zwei Jahren gekauft, so wie es ist, weil ich die Bestellung habe, die ist bei dir. Was super, danke, dass du uns dabei seid zum guten Fall. Der Ernst Gruber mit. Was ist los? Der Franz macht Werbung für die Vatersklassik. Gute Fahrt. Ja, jetzt kommt was Schnelleres daher, der Ford Mustang, Baujahr 1965 aus Wöst, der Wimmer Florian. Und macht er richtig. Dann tue ich mal. Okay. Das, ja, das ist Automatik. Er sagt, das ist Automatik, da hätte ich den Gang ausgesucht müssen. Ja, der Hubert Heinwald aus Steinhaus mit einem Mercedes 170V, Baujahr 1947, heuer 70 Jahre alt, das ja, Vorzeit. Bei so einem Auto ist natürlich immer wichtig, dass die Klimaanlage funktioniert. Und wie geht die Klimaanlage? Ja, scheiße. Okay, sie haut nicht ganz hin. Gut, gute Fahrt trotzdem, gell? Ja, der Schörgendorfer sagt mal in Kirchen mit einem BMW E30, Baujahr 91. Cabrio ist für heute optimal, Sonne scheint nicht direkt, gell? Gute Fahrt. Auch aus Steinhaus, der Christian Schäffer mit einem MGB 1973. Aus Hörsching haben wir noch einen David Dorn mit einem Ford Granada MK1. Baujahr 1977. Ich sehe jetzt keine Rostel bei der Ford Granada, die waren aber ein bisschen verschieden in die Richtung, oder hast du schon ziemlich lackiert? Ja, okay, ist aber super, schönes Auto, schöner Youngtimer. Gute Fahrt. Ja, aus Samaray, der Christian Fischer, Auto voll besetzt mit einem Land Rover Serie 2, Baujahr 1964. Das Auto erinnert mich ein bisschen an die Aktari. Wie hat der Auto geheißen? Ja, Ernst. Tschubi, richtig, einer hat es gewusst, 100 Punkte. Gute Fahrt. Der Michael Darillon ist eigentlich wieder dabei. Kommt aus Wörth mit dem Mercedes 190D, Baujahr 1959. Gute Fahrt. Ja, auch die Kühner Hermin, immer dabei. Aus Wels. Mit einem 170er Mercedes-Benz, Baujahr 1931. Also auch ein sehr schönes Auto. Und wie gern fahren wir mit so einem Auto? Jetzt besonders gern, weil heuer haben wir mit dem Winter generell überholt. Das kann auch anders sein. Mit 180 Jahren. Super, er schaut nämlich eh besser aus wie neu. Ja, danke. Gute Fahrt. So, da haben wir jetzt ein Auto, der sich nicht angemeldet hat. Er holt mir schon Zählordner. Charon PA6CV, Baujahr 1913.
4,4 PS und 804. Also, da ist gar nicht so einfach, oder? Mit so einem Auto zum Lebenskommen. Wie schnell geht er denn? 50 km/h geht er, also mit dem Moped kann man mithalten. Gute Fahrt, bleib, wenn du gestoppt bist. Ja, als nächster haben wir mit einem aus dem Mini 1986 Walter Schockinger aus Haag im Hausruck. Gute Fahrt. Den Georg Kepplinger aus Samarell mit einem Pilgrim Bulldog 1964, rechtsgelenkt, rechtsgesteuert, fahrt's gut. Mit einem 350 SL Cabrio 1971 aus Wörth kommt die Familie Höringer. Der Norbert Samhaber aus Kolleg mit einem 424 Steiner, Baujahr 1969. Wie weiß anreisen. Also, gute Fahrt. Josef Köster kommt aus Bayerbach mit einem Fiat 850 Sport Steiner, Baujahr 1968. Und ich glaube, du gehst mir Boden, weil es Auto von mir hast. So, und wie viele Jahre hast du das Auto schon? 20 Jahre. Naja, geht's miteinander rüber werden. Ne? Also wünsche ich euch eine schöne Ausfahrt. Aus Schiederberg mit dem Citroën Dian 6, Baujahr 1976, Erich Groß mit Begleitung. Gute Fahrt. Der Horst Schubert aus 1, auch jedes Jahr dabei, mit seinem Jaguar XJ6, 4,2 Liter. Baujahr 1975. Und jetzt einmal ganz ehrlich, wie viel Liter braucht er auf 100 Kilometer? 13 bis 14 Liter, sagt er. Wollen wir uns? Er braucht um das weniger, sagt er. So gleicht es gut aus. Ja, gute Fahrt. Das ist in die Batterie, das ist das Funkgerät 2 Wicke. Der Josef Führer mit dem 432, Baujahr 79. Und ich sage und schreibe noch ein Erstbesitz. Ja, also. Das heißt, es war hat schon ein paar Stücke miteinander gefahren, ne? Na, super, ein klasse Autos, gefällt mir gut, gute Fahrt. Und wieder ein schöner MGB. Ja, das muss ich sagen. Ja, ist das. So, also, was willst du uns zu den MGA sagen? Wie lange hast du schon? Das ist natürlich super, wenn man einen Papa hat mit so einem Auto, sagt man vor allem. Also, gute Fahrt. Ja, aus Samarä, Nicole Schützenberger, mit dem VW Käfer, Baujahr 1964, wobei fahren tut nicht sie, tut er. Die Nicole ist ja normal mit einem Renault 4 unterwegs. Warum heute mit Käfer, Nicole? Sie wünscht die Abwechslung, aber die Autos geht gleich. Gute Fahrt. Und hinten noch der nächste Käfer, der Hans Daubing aus Rottenbach mit einem 1303S, Baujahr 1972. Ich wünsche eine gute Fahrt. Der Gerhard Haberfeld aus Eberding. Mit dem Ford 12M, Baujahr 1965. Das Auto hast du wie lang? Seit 8 Jahren. Selber hergerichtet, selber restauriert, super benannt. Also, ich wünsche dir eine angenehme Ausfahrt. Weiter aus Mauerkirchen, die Doris und der Willi Obermeier mit dem Volvo 345 GLS, Baujahr 1982. Ja, ist ein toller Youngtimer, sieht man auch nicht jeden Tag. Freut mich, dass wir uns da sind. Gute Fahrt. Die Rosi und der Fritz Rossmann aus Braunbach-Kirchen mit einem Rover 3500S, Baujahr 1976. Und ist da wirklich V8 drinnen, so wie es draufsteht? Ja. Klingt wunderbar, bin ich direkt ein wenig neidig. Gute Fahrt. Der Karl-Walter Holzinger aus Atzbach
mit einem Toyota MR2, Baujahr 1985. Waren immer coole Autos, sind immer coole Autos. Schöne Fahrt. Ja, die Agnes und der Hermann Mittermeier aus Braunbach-Kirchen mit einem Fiat X19, Baujahr 1979. Und da darf die Chefin fahren, oder wie? Warum darf die Chefin fahren, weil er das Roadbook hat und er passt auf, dass du nicht mehr fährst? Er hat die Zeitung in der Hand. Normal ist sie umdrehen, weil das sie schon gut lang geht. Guten Fahrt. Der Alois Abel aus Bad Schollerbach mit der VW Variant Typ 3, Baujahr 1969. Ja, ein herrliches Himmelblau. Schöne Fahrt. Mit der Mazda RX-7, Baujahr 1985 aus Regau, der Norbert Kreuzer. Und Norbert, wie oft habt ihr den Wackelmotor schon gemacht? Nur gar nicht. Ja, da. Da hat es immer die Halt nicht lang. Ist kein Lumpen, sagt er. Dann, gute Fahrt. Der Roland Köppelmeier aus der Schorten mit einem BMW E30, ein 324er Diesel ist es, Baujahr 1985. Gute Fahrt. Mit einem VW T3, Baujahr 79 aus Buchkirchen, der Andreas Froschauer. Ja, eine gute Fahrt und nehmt mir ein wenig was mit dann, gell? Und hier Opel Manta GTE, Baujahr 1962, bei Josef Kummermüller aus Sammerei. Da geht mir natürlich das Herz ein bisschen über, nachdem ich auf Opel gelernt habe, und das waren damals einfach die Traumautos für jeden Mechanikerlehrling, so Opel Manta. Seit wann hast du? Seit 13 Jahren hast du schon das Auto. Wirklich, ist super einander, wenn es passt, muss man mal fahren lassen. Gell? Also, gute Fahrt. Der Hans Wurm aus Braunbachkirchen mit einem VW 1200L, Baujahr 1962. Das ist schon wieder ein Auto, was höher ist wie ich, das taugt mir, weil da kommen wieder Jungs vor. Ne? Und jetzt wieder mit neu restauriert, Jungfernfahrt, der Lack schaut noch sehr frisch aus. Ja? Also dann viel Spaß und kommt zwei Heil wieder zurück. Aus Neukirchen der Christian Fischer mit einem Ford Taunus, Baujahr 63. Muss ich nicht fragen, ist das das Bahnwandel, das sogar geheißen hat? Und ist schon das Wasser drin gestanden? Ist noch nicht drin gestanden, also dann, bitte fort. Ja, Opel ist einfach mal wild. Juli Gutierrez mit einem Opel Commodore GSE, Baujahr 1975. Und ist er Sechszylinder? Ein Sechszylinder mit 160 PS, ja, ab und zu ein bisschen schlecht, ne? Also, gute Fahrt. Rudi Kepling aus Braunbachkirchen mit einem MGB, Baujahr 1972. Ja, fahr schnell, da wirst du nicht los müssen. Gute Fahrt. Der Walter Romatz aus Buchkirchen mit einem Citroën DS21, Baujahr 71. Ein wunderschönes Auto, die DS, die göttliche oder die Göttin, wie haben wir gesagt? Die Göttin ist einfach. Das war die Greta Garbo, keine göttliche. Ich hab's gewusst, ganz sicher war er wenig. Ist einfach ein Auto, ja, ein Traum. Und die Göttin einfach, jawohl. Gute Fahrt. Der Josef Würmer aus Hitzenbach mit dem Alfa Romeo Spider, Baujahr 1972. Ein Jan, der war super beieinander, Alfa Spider, italienisches Lebensgefühl. Gute Fahrt. Ja, da ist die Ursula Ameyer, der Hans fotografiert noch. Euer Sieger und
Dahinter stehen.
Aber nun werden wir dann so zwei Gesichter.
Gut aus.
Ja. Das ist nicht ohne. Dass die Zündung genau stimmen. Danke, sehr hoch.